Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Dani Roy P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Erfinder von Nuka-Cola erlöst von seinem Leid. Und ja, wir haben überhaupt nicht das wegen der Belohnung und so gemacht, nee. Da waren wir voll wollten und so. Und ja, wir haben noch die letzten Medaillons gesucht für die schizophrene Flasche hier. Und wir haben einen. Ich habe schon vor der Aufnahme noch mal nachgedacht, was haben wir noch gemacht? Aber wir haben noch irgendwas gemacht, aber ich weiß jetzt nicht mal was. Egal, mir ist aufgefallen, ich habe überhaupt nicht ausprobiert, wie das Ding hier funktioniert. Also hier der Nuka-Werfer. Ich würde sagen, da tun wir mal ändern und gucken wir mal, was das Ding hier so bewirkt. Deswegen tun wir mal hier das Ding nach oben schießen und das fliegt ganz schön weit. Fliegt verdammt weit. Ups. Okay, machen wir noch mal so ganz hoch in der Luft, ein bisschen tiefer. Und wie weit das Ding schießt, wenn ich mehr ausgerüstet habe. Boah, geil. Hey du, sag mal, schieß. Alter, Ding schießt von der Weite. So, da ich meine Dinger aber nicht alle verballern will. Oh, die fange ich. Oh. Ein Arm und mein Kopf ist auch noch da. Ich dachte, ich habe mir alle Gliedmaßen direkt weggehauen. Alter, schießt das Ding weit. Du hast normalerweise so weit schießen? Egal, sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Mal gucken, ob ich da irgendwie so ein Mirf dran packen kann. Und ja. Guck mal. So, wir müssen ja eine Feuerprobe abschließen. Habe ich jetzt gesagt, hat man. Habe ich jetzt halt schon gesagt, wenn euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Ich bin voll verpeilt gerade in dem Part, habe ich so Gefühl. Wir müssen die Feuerprobe hier beaufsichtigen, weil, warum nicht? Wir sind der Oberboss, ne? Wird bestimmt lustig. Gehen wir mal da hin. Gucken, welcher arme Schlucke hier reingelaufen ist. Mit dem waren gleich einfach nur so strong, so was. Ich habe die Milch der Menschenliebe gesucht. Ich habe die Cola der Menschenliebe aber gefunden. Oh, waren wir schon hier drin? Ich glaube nicht. Wenn wir hier fertig sind, dann gucke ich noch mal was mit diesen Vault 88 Dingen hier auf sich hat. Dann ja. Guck mal, ich glaube, wir waren noch nicht drin, oder? Was geht? Du hast mich gesucht. Du hast doch den Alarm gehört, oder? Jemand hat die Feuerprobe betreten. Scheint ziemlich zäh zu sein. Wie es weitergeht, hängt von dir ab. Du kannst ihn in der Arena stellen, oder ich sorge dafür, dass die kleine Ratte das Labyrinth nie verlassen wird. Was ist, wenn ich kämpfen will? Schnapp dir deine Ausrüstung und geh zur Arena. Du hast freie Waffen- und Rüstungswahl. Wir öffnen den Eingang zur Feuerprobe und lassen den Idioten rein, der uns in die Falle gegangen ist. Und dann wird gespielt. Und wie sieht's aus, Boss? Zeigst du uns, was du drauf hast? Freien geht auch noch. Ich würde gerne mal wissen, was da für einer ist, der da überhaupt drin ist. Wenn er so ein normaler Raider ist. Jetzt ist Showtime. Scheiße, ja. Besser kann man sich den Respekt der Raider nicht verdienen, als jemandem vor aller Augen in den... Guck mal, was das weiter ist. Wenn das so ein Raider ist, dann mach ich den platt. Arena, wenn du so weit bist, Boss. Hier kann man Vorkriegsgeld, glaube ich, umtauschen, ne? Boah. Oh, den Lukas. Lass mich mal. Boah. Die Dinger sollten sie machbar machen. Boah. Das würde ich in echt werfen.
mehr. Kann er nicht untersuchen. Ich drücke, aber passiert nichts. Was? Okay. Ja, doch, ich habe doch solche Tickets, oder? Ein Souvenir-Trinkglas. Nee, Blume. Souvenir. Coca-Cola Wild. Buff-Out. Revolutionär-Schwert. Overdrive. Raider Power, was? Also Power Armor, Mini Atombombe, 5000 Tickets. Was? Plasma? Unternehmer links, ein Säureverspritzer, was? Was? Okay. Ich habe jetzt doch meine ganzen Dinger hier reingepackt, aber. Alter. Alter. Das ist ein Säureverspritzer. Ist dreimal, ja. Brauchen so 200 Dinger, bitte. Noch ein paar irgendwo. Naja, aber jetzt Infusionskern. Om nom nom. Welcher Waffenberg? Und da ist ein Starkern. Hallo. Brauchst du mir irgendwas Schönes? Ah, schade. Standardwerfer, Mehrwerfer. Oh nein, dann wird aber nicht mehr Dingens. Oh. Eine einzigartige Version davon haben. Irgendwo solche Dinger noch am rumliegen. Ich brauche nur so 200 oder so. Boah. Egal, komme ich wieder. Bin schon noch irgendwo welche. Ich will gucken, was dieser Säureverspritzer ist. Komm mal da noch. Ist der neue Overboss, oder? Hast du Kota aber eine ziemliche Lektion erteilt? Noch ein Durstlöscher. Verdammt nochmal, ja. Er ist einzigartig. Okay, dann begrüßen wir mal den Typen in der Feuerprobe, außer hier sind noch so Dinger. Oh, okay. Gucken wir mal, wer da auf uns wartet. Aber leider, ich muss mir den Respekt von meinen Leuten hier so verdienen. Also, wer auch immer da ist, er muss sterben. Weil schon mal schnell gespeichert. Ich glaube nicht, dass ich meine Wahl noch mal ändern kann. Ne? Ja, mal schauen. Da bestimmt nicht lange. Will er gegen mich ausrüsten, ausrichten. Ich bin voll imbar. Jetzt ohne meine Power Armor. Oh. Deswegen verliert ihr. Wupp. Ja, wo muss ich ihn jetzt hier hin? Nee, Karina, ja. Okay. Dann komm her.
Wer ist der arme Schlucker? Sind die überhaupt Zuschauer? Hier ist, glaube ich, niemand als Zuschauer, oder doch, da sind welche. Einer. Zwei. Hey. Ja, jetzt kommen welche. Wer bist denn du? Wie, du hast dich unsichtbar gemacht. Sabot, wer bist denn du? Du hast einen Namen, ist das wichtig? Sieht aber aus wie ein Gunner. Ach ja, war voll interessant. Super. Wir einfach rein. Lebenserwartung ein Overboss normalerweise hat, wenn du die anderen Banden weiter unterstützt, wird die wesentlich kürzer. Ja, mal kurz hier jemand kaputt gehauen, jetzt gehe ich wieder an meinen Schreibtisch und tue. Boah, ey. Nur mal googeln, wenn das war. Und der wichtig war oder so, was passiert wäre, wenn ich ihn erleben. Ich würde gerne erstmal Informationen bekommen, bevor ich jemanden hier erledige. Aber okay, ich habe ja vor der Aufnahme gespeichert oder so. Wahrscheinlich war voll der Dingens der neue Begleiter oder irgendwie so was. Oh, Gunner-Begleiter haben wir noch nicht. Obwohl, ich glaube, Dingens. McCready war doch vorher irgendwie Gunner. So, dann haben wir noch das hier und. So, was ist das jetzt hier? Was hat es überhaupt damit auf sich? Wenn Notruf aus Volt, ach ne, kann ich ja nicht hier empfangen, ne? Gut, dann mach mal weiter. Ich muss ja sowieso jetzt ins Dingens gehen, ne? Landhaus an der Küste, also. Was? Ah. Ja, schon abgestellt, Mann. Na, Volt 88 ist aber nicht hier. Oder? Nö. Okay, gehen wir zum Commonwealth. Ich spiele nicht das DLC, weil ich ins Commonwealth hier rumlaufen will, hallo? Ich will in Luca World rumlaufen, auch wenn das schon so gut wie alles erkundet ist und so. Und ich glaube, ich schon alles hier erkundet habe und so. Ne? Dreck. So, Volt 88. Ja, nicht die, was? Hey, was? Okay, das hatte ich noch gar nicht. Okay, cool. Aber Volt 88, das kommt mir doch bekannt vor. So, ihr Spacken, was wollt ihr? Wenn ich irgendwas ohne mich machen. Und dann einige andere aus wie leichte Kleidung und Räder sind dünn genug, um dass man sie unter Rüstungsteilen tragen kann. Ja, so leichte Kleidung wäre, glaube ich, besser. Die geben, glaube ich, ein bisschen mehr Schadenresistenz, aber davon habe ich ja genug. Ich weiß gar nicht, was ich noch aufleveln soll hier. Skillmäßig. Ist erschreckend. So, hier. Was habt ihr denn? Wer hat dir das sagen? Ich reiß ihm das Herz raus. Was? Ich will den Kopf des Penners, der mir diesen Scheiß hier eingebrockt hat. Wer bist du denn? Du bist dieser Nuka-World-Arsch, der dachte, er könnte. Sag mir einen. Verdammt, ich wollte mal Licht anmachen. Nicht aufschlitzen und dein Herz vor deiner kleinen Truppe fressen sollte. Hör zu. Das Land gehört uns. Also verkriech dich wieder unter deinem Felsen. Und zwar schnell. Boah, ganz ruhig. Ganz ruhig. Klar, behaltet's einfach. War eh ein Scheißgebiet. Vor allem die hier voll mit den dicken Power Armors und so. Ja, geh weg. Ha.
Haben die schon ja voll mit einer Armee und so an und denken so, oh, fuck this shit. Oh, leck mich, ich muss schon wieder zurück. Oh. Ey, ist halt ein beschissener Job als Overboss, ey. Hey, da ist jemand in der Feuerprobe. Ja, tot, ich gehe. Hey, da greifen jemand unsere Dingens an, unsere Siedlung. Geh weg. Okay. Ich bin ja fertig. Ich gehe. So meine eigene Themenmusik, die mich irgendwie verfolgt die ganze Zeit. Who let the dogs out? Bah. Bin ich wieder zurück. Jetzt gehe ich wieder zurück und mache meinen Papierkram oder was? Bah. Ey, du schickst mich jetzt nochmal irgendwo hin. Ja, geht mir auf die Nerven, diese ganze Arbeit. Der Job als Overboss ist scheiße. Bah. Total Zeitverschwendung, ey. Haben ja so voll gerüstet hier, mich voll am Büro und ich sage einfach so, geh weg. Hab gehört, dass es dich wieder nicht erwischt hat. Sollte mich wohl nicht überraschen. Ah. Oh nein, Schenk. Ich bin tot. Ich bin ein Geist. Naja, ich behalte für mich. Wie dem auch sei. Dein Erfolg. Der Geist der vergangenen Weihnacht. Loyalität. Ohne Loyalität gehört dir. Was haben wir nicht? Ich muss schon wieder irgendwo hinrennen. Damit deine Leute loyal bleiben, musst du sie glücklich machen. Das ist bei Raidern nicht besonders schwer. Ich schenke jeden einen Blumenstrauß. Sorgen, dass die alles Nötige haben, wie bei jeder anderen Siedlung auch. Dass sie Dinge zu ihrer Unterhaltung und was zu essen haben. Und das läuft bei Raidern nicht ganz so wie bei anderen Siedlungen. Wenn ich auf irgendwas näher eingehen soll, sag's mir einfach. Ich will mehr darüber wissen, wie ich die Grundbedürfnisse erfüllen kann. Die täglichen Bedürfnisse sind recht einfach. Du musst für eine gute Verteidigung, genug überdachte Betten und ausreichend sauberes Wasser sorgen. Sehr viel braucht es nicht. Sauberes Wasser gibt's schon lange nicht mehr. Erzähl mir mehr über die Nahrungsmittelversorgung des Außenpostens. Also, mit der Nahrung kann es ein bisschen vertagt werden. Ja, Moment mal. Wollen Sie mir jetzt erklären, wie man Siedlungen hier verteidigt oder was? Also, weiß ich doch schon alles. Wenn du bist, da gibt es ein... Wenn es nicht mehr... Oder du kannst doch... Ich glaube, ich weiß alles. Klar, falls sich doch noch Fragen ergeben kommt, ist ideal, um raus... Oh. Wie es scheint, steht bei dem Außenposten schon alles Nötige. Wir können oh. Also direkt weitermachen. Und da der Ort in einem ziemlich guten Zustand ist, dachte ich, es wäre vielleicht an der Zeit, sich da niederzulassen. Spart dir eine Reise, wenn du Lust auf einen Job hast. Da muss ich doch erstmal hier hin und her rennen. Wenn dich das interessiert, wäre gut im Commonwealth mal wieder ein bisschen Ärger zu machen. Also, bist du bereit für das letzte Teil des Puzzles? Ja, meinetwegen. Und das wäre? Leute, und zwar solche, die Lust haben, es richtig krachen zu lassen. Weil du hier mit einem Fuß in die Tür gesetzt hast. Um unsere Stellung zu sichern, braucht unsere Bande richtig viele Leute. Zwei weitere Außenposten im Commonwealth sollten eigentlich reichen. Wenn du das schaffst, oh. Dann haben wir schon eine richtige Machtposition. Mit so viel Macht können wir die habe ich alle Außenposten schon eingenommen. Sachen verkaufen, wie in einer richtigen Stadt. Ich muss das Ganze also jetzt noch zweimal machen. Wir sogar Orte einrichten, an denen die Leute aus der Gegend ihren Tribut abliefern. Aber das ist Schnee von übermorgen. Erstmal solltest du dir sag mir einfach Bescheid, wenn du die also Boss. Aha. Ich will den Job durchziehen. Klar, sicher. Was? Es ist an der Zeit, dass wir... Klar, Boss. Bla, bla, bla. Ich werde Sie persönlich... Ja, sicher. Und welche Kuh? Oh, was weiß ich? Das wohl. Ich sage Ihnen Bescheid. Oder heul Ihnen was vor. Also, wo willst du zuschlagen? Was weiß ich? Warum hier nicht? Was weiß ich? Grey Garden, Sanctuary Hills. Ja, das wäre das. Hätte doch gerne. Ich würde in Hangman's Alley hingehen.
Da ist irgendwie nichts los. Das ist doch einer von deinen Läden, Boss. Ich weiß, ich habe schon alles erobert. Das ist das Zehner Club. Deswegen ist das hier alles so nervig. Oh. Das ist auch voll schwachsinnig, ey. Also nicht welche. Ich habe mir voll Mühe gemacht, die ganzen Dinge ja auszubauen und so. Jetzt soll ich die alle ja noch mal erobern. Hey, ich habe glaube ich schon jeden Außenposten im Commonwealth hier erobert. Direkt verfluchter. Okay. Okay, Hangman's Alley, das ist hier einer, den kenne ich sogar noch. Boah. Das ist hier, weiß ich nicht. Ist sehr beengt und ja, das ist einfach nur nicht so interessant als Außenposten, also ja, dann können sie ruhig haben. Bis jetzt weiß ich nicht. Die Atmosphäre in Nuka World war richtig gut, aber jetzt dieser Scheiß hin finde ich irgendwie nervig. Das war besseres ausmachen können, finde ich. Das ist ja noch nicht zu Ende. Wird aber nicht schon der Endspurt sein, oder? Und bestimmt irgendwie eine große Schlacht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Din, 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 din. Ich kann 24 Stunden warten. So, ja, Pisa. So, ich zieh mal kurz meine geilen Charisma-Klamotten an und so. Damit ihr mir nicht widerstehen könnt. Ja. Der beballert mir. Hey du. Hey du, na? Möchtest du diesen Dings hier abtreten? Warte mal. Wie viele Leute sind hier? Wäre mir jetzt natürlich nie angezeigt. Ich bin wegen deines Gebietes hier. Du solltest war ja ein Angebot, dass du nicht abschlagen kannst. Na, na, immer mit der Ruhe, okay? Wir können hier nicht. Pass auf. Ich will euch helfen. Oh, das. Tschüss. Los, geh. Geh. Das ist voll schwachsinnig, finde ich. Wir sind noch miteinander verbunden, ist klar. Jamaica Plain. Ja, da können sie auch nehmen. So, ich muss noch so ein Ding hier bauen. Ah. Hey, komm, sprech mit mir. Was kann ich für dich tun? Immer noch nicht. Was? Nein. Dun, 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 dun. So. Kann ich halt irgendwo hinbauen. Hallo? Achso, das ist. Ach. Das war die Zeitverschwendung hier. Warum bleibt ihr mir hier? So, jetzt noch mal ganz, das können wir sogar noch schaffen. Von den Nervtöten. Okay, der nächste ist Jamaica Plain. Da ist noch eine Person, die kann das verkraften. Also finde ich halt doofe Art von Nebenquests. Weil dann haben wir auch hinter uns. Eines so irgendwie mitten
drin irgendwo, die andere ist hier am, na, wie ist er nochmal, Landhaus an der Küste. Auch doof. Der ganze Hin- und Her-Switch zwischen Commonwealth und Nuka World nervt mich ein bisschen. Aber was soll's. Okay. Ist gut. So, nächste. Hey Boss, nur noch ein Ausgang. Ja, ich weiß. Wenn ich den Job vorbereiten soll, sag's mir einfach. Also, was gibt's? Wart. Ich möchte einen Job durchziehen. Ich kann ihn irgendwo hinschicken. Ich brauche noch die Idee. Ich will einen neuen Auftrag. Und willst du die Siedler selbst überreden? Mhm. Ich rede mit ihnen. Ist doch mal ein Plan. Und welche Crew soll... Ja, ein Unternehmer. Abgemacht. Sie warten auf. Also, was ist das Ziel? Jamaica Plain. Natürlich nicht hier als Auswahl. Warum nicht? Tempins Bluff. Ich kann jetzt auch nicht bei meinen Dingern hier nachgucken, das ist halt blöde. Du willst du ein anderes Ziel wählen oder? Wo sind denn hier wenig Leute? Das Lock, Dunkelwasserbaustelle, Farm der Daltons, ist nicht in Dingens. Gut Warwick, Goods House Group, Hangman's Alley, Kindergrippe, Greentop. Was denn da hinschicken, ne? Komm her. Einen anderen Job. Versuchen wir eine andere. Ich brauche nur. Klar. Also wo soll das? Okay, zeig mal. Zum Teufel. Ja, yeah. Genau, ist mir egal. Ja, den habe ich schon. Ich weiß. Das ist doch einer von deinen Läden. Ich weiß. Das ist das Ziel. Na klar, Boss. Also klassische Vertreibung. Kannst sie zu Tode erschrecken. Ja, du mir auch. Ich gehe schon mal. Ja, wieder zum Commonwealth. Wo ich wieder sagen kann, ey, verzieht euch. Boah, es hat eine strutzdumme Quest hier gerade. Was muss ich hier machen? Hallo? Boah, ich will immer das Ding hier, aber geht immer auf. Ja, machen wir jetzt noch schnell. Dann gehen wir nach Hause. Und dann machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Gerne so eine normale Quest einfach, aber naja, also ich alles habe in dem Spiel. Na los, na los. Hey, hi, verpiss dich hier. Kann ich dir helfen? Was mehr, wenn du nämlich verschwindest? Eine Raiderbande ist hierher unterwegs, meine. Aber wenn er jetzt abhaut, gibt's keine Probleme. Du willst diesen Ort für dich? Hör zu. Pass auf. Oh, das. Ich will euch helfen. Meine Bande kommt hier hin. Okay. So. Oh, Ding. Boah.
So. So, nein, nein, das Skills Ödland Kriegsjahr freischalten. Kannst jetzt Raider in Leiden einen Außenposten. Was für ein Ding habe ich? Raider Ödland. Zu Hause mit Browser, okay. Mass Fusion, das ist ja schon ab. What? Ödland, irgendwas habe ich. Das ist aber, glaube ich, nicht ein Dings, ne? Keine Ahnung. Ich kriege noch nicht mal Level ab. Und nun? Und jetzt machen, keine Ahnung. Ich werde den Party wahrscheinlich beenden. Also mit Browser abgeschlossen. Level up. Boah. Auf Level schon bei der nächsten Folge dann. Und ja, ich würde dann sagen, wenn jetzt hier nichts mehr kommt. Wart. Boah, ich glaube, boah, das gibt's doch jetzt nicht. Boah, keine Ahnung. Geht hier einfach nur immer weiter oder wie? Ich hoffe, das reicht dann danach. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Partie. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.